Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt, wie ihr seht, Bus-Simulator. Ich muss meinen Bildschirm noch umschwenken. Wir wollen heute den Bus-Simulator spielen, den habe ich für meine Tochter besorgt. Die wollte ihn unbedingt haben. Und einige von euch haben auch gefragt, ob ich den mal anspielen kann. Ja, jetzt mache ich das einfach. Bin mal gespannt. Wie gesagt, er ist nicht auf meinem Account. Ich habe den auf dem Account von meiner Tochter. Und ja, ich hab den halt hier drauf und kann deswegen spielen. So, Firmenname. Was immer für Firmenname? Asgard. Vereinfacht, realistisch, vereinfacht, definitiv. Nee, wir lassen Asgard. Mir das ja ziemlich langweilig vorher hier mit dem Bus hin und her fahren. Und da ich sowieso nicht der beste Autofahrer bin im Spielen, muss man ja auf der Straßenseite bleiben. Anhalten, blinken, denke ich mal hoch. Naja, mal gucken. Aber ich weiß, ganz viele sind Fan von sowas. Jetzt kommt ja auch der LKW-Simulator und so. Und wem sie fällt, soll sie fallen. Also, wie gesagt, das ist jetzt das erste Mal für mich, dass ich sowas mache. Und eigentlich nur auf euren Wunsch hin. Ein bisschen hell finde ich die Sicht. Wie nennt man männlich? Uniform 1. Ich habe das jetzt nochmal anders gemacht wegen der Uniform, dass man jetzt ein bisschen besser zuordnen kann von der Farbe her. Finde ich aber ein bisschen lächerlich. Ich finde das hier, Uniform 2, finde ich besser. Und wir nehmen ein schönes Schwarz und die nehmen wir schön in leuchtend rot und machen wir auch. Was haben wir denn noch außer Schwarz? Oh, nö, nur ein Schwarz. Machen wir so. So, Haarfarbe machen wir dunkelblond. Sieht irgendwie rötlich aus. Wir können auch einen Punker draus machen, aber wir wollen ja seriös auftreten. Also nehmen wir Hautfarbe. Die holen wir jetzt nach hinten. Ich kann die Sicht ändern, das sieht ein bisschen komisch aus. Nein, war einfach das. Oh, hallo! Hier drüben! Schön, dich wiederzusehen. Hoffentlich war der Verkehr nicht zu übel. Nee, egal, sieh mal hier. Der total coole Mercedes Citaro Car. Direkt vom Hof gekauft, drüben in Sunny Springs. Klar, das ist ein kleineres Modell. Aber ich bin mir sicher, dass die ganze Stadt in diesem Bus mitfahren will. Und bei unserem kleinen Projekt auch. Oh, so ja, lizenziert. Mit einem echten Mercedes-Stern. So ja, ein deutsches Nummernschild. AA gibt's zwar nicht.
Und 6T0TM gibt es auch nicht. Wir haben erst Buchstaben, dann Zahlen. Aber so sieht es ganz gut aus. Und so ein weißen Bus fährt aber keiner. Hier ist meistens immer Werbung von irgendwelchen Unternehmen drauf. Oh, da steht sogar Mercedes-Benz. Das ist jetzt keine Schleichwerbung. Also die haben die Rechte. Normalerweise müsste man sagen, oh cool, mach meine Firma da rein. Dann ist okay. Gratis Werbung, nein. Die zahlen richtig, also die vom Bussimulator, ich hatte mich da mal schlau gemacht damals. Die machen zahlen richtig Geld dafür, damit sie die Originalzeichen da drin machen dürfen. Monster Up in Time. Die Serie habe ich geguckt, leider ist sie zu Ende. Snap. Okay. Kommen wir hier auch irgendwo anders hin? Nee, hier kommen wir nicht hin. Können wir abhauen? Ah, nö, da können wir abhauen. Können wir uns überfahren lassen? Haben sie mit den Nummern schon natürlich gemacht, da ist die blaue auf der falschen Seite. Auch nicht lizenziert. Könnte Mini sein. Auch das blaue auf der falschen Seite. Also bei den Autos gilt das nicht. Das ist schon wieder gleich. Also bei den Autos geht es nicht. Da haben sie keine Lizenzen, so wie es aussieht. Jetzt fahren wir aber mal wirklich ein bisschen Bus. Super. Ich setze mich einfach hier hin, während du es dir auf dem Fahrersitz bequem machst. Nimm dir Zeit, um dich mit den Bedienelementen vertraut zu machen. Vergiss nicht, die Türen zu schließen und das Licht einzuschalten. Bist du bereit, den öffentlichen Nahverkehr zurück nach Seaside Valley zu bringen? Super! Dann löst die Feststellbremse und fahr Richtung Ausfahrt.
Achso, ich müsste erstmal noch anmachen. Vordere Türen, das sind die hinteren Türen. So, ich hab die. Jetzt haben wir dabei hingekriegt. Oh, und bevor ich's vergesse, ich habe eine Überraschung für dich. Folge einfach der GPS-Route. Ah, mit du bist gut. Mein Vorgänger war kein Freund des öffentlichen Nahverkehrs. Deshalb ging hier alles außer Betrieb. In Sunny Springs, da wo ich gearbeitet habe, haben wir eng mit dem örtlichen Busunternehmen zusammengearbeitet. Das hat die Zufriedenheit unserer Einwohner deutlich verbessert. Schade, ich kann nicht abkürzen. Warum kann ich nicht abkürzen? Ups, also Leute, darf ich nicht überfahren. Ne, das hätten sie mir mal sagen dürfen müssen, dass man keinen überfahren darf. Kürzen jetzt einfach mal ab. Oh nein! Oh, das gibt mir einen Kratzer. Das müssen wir später reparieren lassen. Falsche Richtung. Hier hinten muss ich rüber. Oh, gleich kommt die erste Haltestelle. Ich hoffe, du erinnerst dich an dein Training. Ich habe nämlich ein paar Leute zu unserer Jungfernfahrt eingeladen. Halte nah genug am Bordstein und innerhalb der Markierung. Oh, und vergiss nicht zu blinken. Oh, das gibt mir einen Kratzer. Das müssen wir später reparieren lassen. Okay, bin ich der beste Autofahrer. In Spielen. In Spielen. Ich habe irgendwie ein Echo drin. Dann mal kurz. So, jetzt sollte besser sein. Irgendwie hat sich die Kamera mit angeschaltet vom Mikrofon her. Hallo zusammen. Guten Morgen, Frau Tannhauser. Schön, dass Sie es geschafft haben. Hallo, Mira. Danke, dass Sie mich eingeladen haben. Hey, Sam, wie geht's Ihrer Tochter? Oh, danke, Mira. Sie ist ganz schön im Stress in letzter Zeit. Sie ist recht lebhaft, stimmt's? Schön, dass ihr da seid. Setzt euch bitte hin, wir fahren gleich ab.
Jetzt kommt der schwerste Teil. Siehst du die Uhr? Glaubst du, du schaffst es rechtzeitig zur nächsten Haltestelle? Wie schön, dass so viele Leute zur Testfahrt gekommen sind. Sie scheinen sich wirklich auf die Einführung des öffentlichen Nahverkehrs zu freuen. Rechts auf das Navi. Läuft doch ganz gut bis jetzt. Der nächste Halt ist gleich da drüben. Aubrey und ich sind vor einer Weile hierher gezogen. In dieser Straße haben wir eine hübsche Wohnung gefunden. Es gefällt uns hier wirklich sehr. Hier gibt es einige tolle Restaurants. Wenn man vom Teufel spricht, darf ich dir meine Verlobte vorstellen? Hey, Schatz, die Nachbarn würden sich gern den Rasenmäher ausleihen. Na klar, bestell schöne Grüße. Sieht aus, als könnten wir abfahren. Oh, halt! Jemand blockiert die Tür. Du musst durchsagen, dass die Person die Tür freimachen soll, damit wir abfahren können. Ich glaube, jetzt sind alle drin. Oh, wusstest du, dass dieser Bus einen BlueTEC-Diesel hat? Der erzeugt 210 Kilowatt Leistung. Ich habe mich etwas schlau gemacht, bevor wir uns für dieses Modell entschieden haben. Im Sommer laufe ich gern an dieser Promenade entlang. Es wird immer ein frischer Wind, die Bäume spenden Schatten. Und wenn es zu heiß wird, ist der Fluss nicht weit. Ich soll jetzt hier halten, weil der hat ja gesagt, wir parken Bus. Rumgezogen.
Ich habe die Begrenzer auch rausgemacht. Aber ich sehe da ja, ich kann jetzt nicht weiter fahren. Wenn man den Begrenzer raus, hier ist auch ein bisschen schneller. Unser nächster Halt ist gleich da vorne. Entschuldigung, ich bin extrem aufgeregt. Ein Behinderter. Körperlich eingeschränkt. Ich weiß nicht, was ich... Ich finde körperlich eingeschränkt, finde ich noch schlimmer. So, was soll ich jetzt drücken, damit rausfahren kann? Hallo, eine Fahrkarte bitte. Oh, das ist nur eine Art Testfahrt. Obwohl, das wäre eine gute Gelegenheit, um zu überprüfen, ob der Fahrkartenautomat funktioniert, stimmt's? Hey, ich hätte nicht gedacht, dass Sie kommen. Hey, Mira. Ja, ich war nicht sicher, ob ich es schaffe. Professor Zellermann, Sie hätte ich hier gar nicht erwartet. Die Gelegenheit lasse ich mir doch nicht entgehen. Meine Verlobte hat schon unser Auto verkauft, weil wir endlich wieder Bus fahren können. Ach, im Ernst? Dann hoffen wir mal, dass unser Vorhaben erfolgreich ist. Genießen Sie den Tag. Wieso kann ich hier zurücksetzen und nur zurückmachen? Das ist Studentenfahrkarte. Ich weiß doch gar nicht mehr. Ich hab doch gar nicht mitgekriegt, wie viel Geld. Können Sie bitte die Rampe runterlassen? Klar, kein Problem. Kannst du zum Einsteigen bitte die Rampe herunterlassen?
hatte doch vorhin diese... Ah, hier. Herzlichen Dank. Wenn die Busse wieder fahren, wird es für mich viel einfacher, von A nach B zu kommen. Bis jetzt läuft es doch ganz gut. Ich glaube, wir können weiter. Das Schwimmbad ist ein toller Ort, um in der Freizeit zu entspannen. Es gibt nette Ruhebereiche und wundervolle Massagen, die gar nicht so viel kosten. Es sind sogar ein paar Leute dabei, die ich nicht kenne. Es scheint sich rumgesprochen zu haben. Mal kurz Butter bei der Fische. Es ist umfangreich, es ist wirklich, ja, bis jetzt, was ich gesehen habe, jeder Knopf da, den man im Bus auch hat. Und die Kommentare, naja. Ich habe mein Auto jetzt schon verkauft, weil jetzt können wir wieder Bus fahren. Für die Ökobilanz ist es gut. Wollen wir gar nicht abstreiten. Aber ich kenne niemanden, der sagt, oh geil, jetzt haben wir hier eine Stadtlinie. Jetzt kann ich mein Auto verkaufen. Naja, grenzwertig. Wenn man hier guckt, die sitzen alle nur normal da. Da sieht man keinen Mund bewegen, nix. Gut, das ist halt... Die haben halt Wert drauf gelegt. Dass es hier um Dings geht, um Bus, aber trotzdem. Scheiße, ich habe mich verfahren. Ich muss hier lang. Oh, scheiße. Scheiße, schon wieder zum Reparieren. Ich sag ja, ich bin nicht so gut. Oh Gott, schon wieder. Hier sind die nochmal schön auf immer auf der richtigen Seite. Aber zwei Buchstaben, das ist kein Deutscher. Also normalerweise steht bei uns dann nur ein D. Die Grafik jetzt für einen Simulator toll ist, müsst ihr mir mal selber sagen. Das kann ich euch jetzt nicht sagen. Ich finde es jetzt nicht gerade so knorke. Achso, noch ein Stück weiter. So, an sich das ist die Endstation. Alle Passagiere müssen hier aussteigen. Danach fahren wir in die Garage und parken den Bus. An alle, die noch an Bord sind, vielen Dank, dass Sie mit uns gefahren sind. Mit Ihrer Unterstützung bringen wir die öffentlichen Verkehrsmittel zurück nach Seaside Valley. Entschuldigung, können Sie mir noch mal beim Aussteigen helfen? Natürlich. Hilfst du dem Passagier im Rollstuhl beim Aussteigen? Da kommen die Kommentare, obwohl ich das schon gemacht habe. Auch nicht schlecht. Ich glaube, das waren alle. Die Strecke zur Garage ist im GPS markiert.
Lass uns hinfahren und Feierabend machen. Oh. Beinahe ein Auto errammt. Wir haben einige Grafikdesigner beauftragt, Aufkleber und Folien zum Anpassen unserer Busse zu gestalten. Hoffentlich schicken sie uns bald ihre Designvorschläge. Ah, okay, dann können wir das doch auswählen. Oh, da ist ja ein Graffiti an der Wand. Es ist alles vorbereitet. Da drüben. Oh nein. Oh, das gibt mir... Tja, alles in allem war das eine erfolgreiche Jungfernfahrt. Meinst du nicht auch? Glückwunsch. Lass mich nur schnell meine Sachen holen. Wir haben einige Systeme eingerichtet, damit du Strecken planen und unser Projekt weiterentwickeln kannst. Ich zeig sie dir schnell. Okay, ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, die wir ausprobieren sollten, bevor es zurück auf die Straße geht. Nur um sicherzustellen, dass die Infrastruktur in Ordnung ist und wir ein robustes öffentliches Verkehrssystem bereitstellen können. Eins nach dem anderen. Die im Rathaus möchten, dass wir eine Testnachtlinie fahren, um herauszufinden, wie viele Menschen sie nutzen würden. Im Gegenzug finanzieren sie dir einen zusätzlichen Bus. Ich habe schon eine Strecke vorbereitet und die Werbetrommel gerührt. Wähle die bestehende Strecke aus und fahre sie bei Nacht.
deine Fahrkarte bitte. Anfang 1, Anfang Promenade. Okay. Einzeln. Standard. Ticket, Dauer, Tag, Standard, 1. Erhalten. Achso, da steht auch erhalten. Okay, also ich muss jetzt 3,80 Euro weg. 1, 2, 3, 8, 8. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Tag, Standard, 3 Stück. Achso, Wechselgeld muss ich wieder nochmal aufhören. Danke. Ich überlege mir, einen Hund anzuschaffen. Echt? Wie kommt's? Also, ich glaube, das wird total schön. Aber ich weiß natürlich, die ganze Arbeit. Die Gespräche sind ja toll. Das ist wirklich unverantwortlich. Machen Sie bitte das Licht an. Licht. Ist doch Licht an. Perfektion. An. Da musst du echt aufpassen, ehe man zu weit gemacht, bist du auf der anderen Straßenseite. Warum bremsen Sie nicht einfach, wenn etwas vor Ihnen ist? Eine Fahrkarte, bitte. Einzeln. Einzeln, Senior. Moment. Wo ist mein Hut hin? Achso, da unten. Ich vergesse die jedes Mal. 2, 1. Ich brauche eine Fahrkarte. Hast du gestern das Konzert im alten Sägewerk gesehen? Die haben ja echt mal gerockt. Hab ich mich verguckt. Danke. Konzert im alten Sägewerk, die haben gerockt. Ich fühle mich alt. Ich brauche eine Fahrkarte. So.
einzeln, Standard. Hey, lange nicht gesehen. Oh, hi. Ja, stimmt. Letztes Mal war... Ja, genau, damals. Das war als... Wochen. Ja, echt schön, dich zu sehen. Ich wünsche dir was. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Einzeln, Standard. Danke. Eigentlich gleich den letzten Halt haben. Ich bin mal gespannt, ob wir uns die Motive für unseren Bus auch selber aussuchen können. Scheiße. Automatisch mit dem linken Analogstick, oh Scheiße, den Bild hin und her wechseln. Oh, falsch. Okay, machen wir eine Ehrenrunde. Scheiße, Scheiße, Scheiße.
Summe Geld von der Bank. Hey, man kann ja seinen Freund einladen, dann kann man zusammen auf einer Karte fahren. Ist ja geil. Kein Passwort. Ist gar nicht ohne Ahnung. Ist ja geil. Das war jetzt Qualität, okay. Leistung, naja, wir machen auch Qualität. Mittel, niedrig. Machen wir niedrig. So, ich dachte, ich kann jetzt hier auch mal irgendwie schon wieder das Gleiche. Ich dachte, ich kann jetzt hier auch das mit dem Bus mal auswählen. Also Aufkleber und so. So, wir gehen mal wieder ins Hauptmenü. Oh, das ist ja richtige Fahrstuhlmusik. Die Stadt kann man auch nicht umbenennen, ist halt so Spielmodus Multiplayer. Also dass der Multiplayer mit drin ist, das finde ich sehr cool. Da kann man mit einem Kumpel zum Beispiel, wenn der das oben mag, kann man zusammen in einer Stadt fahren. Finde ich sehr gut. Es ist detailreich vom Bus her. Also alles, was außerhalb vom Bus ist, das lassen wir mal außen vor. Und dass im Bus die Menschen sich mit den Lippen bewegen und manche Gespräche einfach ein bisschen ruhig sind. Ja, also das lassen wir mal außen vor. Also so macht es echt, muss ich sagen, hat mir ein bisschen Spaß gemacht, muss ich echt, muss ich mal sagen. Ich bin jetzt kein guter Busfahrer, habt ihr gesehen, ich fahre überall gegen und so. Meine Tochter spielt es.
Ich denke mal, für viele, die wirklich so simulatormäßig drauf sind, und Bus-Simulator, LKW-Simulator oder so, für die ist das auf jeden Fall was, denke ich mal. Für mich ist es teilweise eigentlich ein bisschen zu ruhig. Nur da hin und her fahren, Bus und dann einsteigen, aussteigen und dann Wechselgeld. Es wird ja später noch komplizierter, wenn die Strecken länger werden, aber mit dem Fahren und so, den ganze Zeit fahren, das ist jetzt nicht so meins, muss ich sagen. Weil ihr habt sie gesehen, ich bin nicht so gut darin. Also das wäre jetzt nichts für mich, was ich jetzt jeden Tag zocken würde. Ja, aber den Leuten, den spart man, warum nicht? Mein Spiel ist halt, wie gesagt, nicht. Ich habe es nur für euch angespielt. Ich hoffe, es euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Und nicht wundern, Tochter ist gerade gekommen. Also die Kleine. Ja, wie gesagt, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr wieder beim nächsten Video dabei seid, würde ich mich freuen. Wir werden noch ein paar andere Spiele anzocken. Ich bin dann jetzt weg. Achso, ich werde das Video nicht rendern oder irgendwas dergleichen. Aufgenommen, so wie ich es aufgenommen habe, lade ich zu YouTube hoch. Kein Intro, kein Outro. Damit ihr das reine Material so hier vor mit euch seht, wie ich es vor mir sehe. Ich spiele es auf der PS4 Pro in 4K. Also wird hochgerendert sozusagen. Und so nehme ich es auch auf. Aber jetzt bin ich wirklich weg. Bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.